Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Heute geht es um mein Hochbeet, das ich in der letzten Saison gebaut habe. Das habe ich in der letzten Saison mit Heckenschnitt, Gehölz, Kompost, Komposterde und so weiter befüllt. Ganz klassisch. Aber in der ersten Saison, wisst ihr ja selber, sackt so ein Hochbeet immer ganz schön ab. Deswegen werde ich heute mit Sackerde und Komposterde nachfüllen. Bevor wir jetzt aber die Sackerde oben drauf setzen, kommen wir erstmal zu meinem Kompost. Das ist ein ganz normaler Grünschnittkompost, heißt, wir haben hier Rasenschnitt und Laub, Sachen, die sich relativ schnell zersetzen. Das ist jetzt nicht mal ein Jahr und jetzt haben wir schon feine Komposterde. Teilweise sind da noch Laubreste, kleine Gehölze und auch Rasenschnitt drin. Der zersetzt sich aber nach und nach dann noch im Hochbeet, wird auf jeden Fall wertvoller Humus und so kann ich dann ja im Hochbeet auch besser Wasser speichern und die Nährstoffe werden besser gebunden. Das ist eine gute Eigenschaft von Humus und dieser Kompost, der sieht jetzt schon sehr, sehr gut aus. Mit den Pflanzenresten ist das Bodenleben dort auf jeden Fall aktiviert. Rechts seht ihr jetzt schon den Komposthaufen, den wir in diesem Herbst und Winter neu angesetzt haben, mit Laub und den ersten Rasenschnitt, den wir dieses Jahr hatten. Der ist dann in der kommenden Saison so weit, dass wir den Kompost dann nutzen können. Ja, so haben wir jedes Jahr dann frischen Kompost im Hochbeet. Das ist uns sehr, sehr wichtig, um einfach auch wieder neue Nährstoffe reinzubringen. Denn auch die sacken leider ab. Jetzt die ganzen Pflanzenreste, Laub, die Wurzeln vom Feldsalat lassen wir natürlich drin. Die arbeiten wir ein bisschen ein. Und jetzt kommt der Kompost da drauf. Vorsicht, das ist die Erdbeere, genau. Die wächst auch über den Winter hin immer ein bisschen weiter. Die ist nicht abgefroren. Wir haben die letztes Jahr im Januar erst an Samen ausgesät, also mit Samen im Keller. Im Januar sind wir angefangen und wir konnten fast zweimal von ernten. Einmal im Sommer und dann das zweite Mal im Dezember. Dort sind allerdings nur zwei reif geworden, aber solange es im Jahr immer warm ist, mittlerweile, da kommen wir fast dann noch auf eine zweite Ernte. Es waren auf jeden Fall im Dezember noch reichlich Erdbeeren dran. Ja, der Knoblauch hier, den können wir jetzt natürlich nicht einfach ausbuddeln und wieder einbuddeln. Deswegen kommt er jetzt auch nur ein bisschen Komposterde zwischen, die gibt dem dann auch nochmal ein bisschen Nährstoffe. Jetzt schauen wir mal ganz tief hier in die Erde rein. Da haben wir letztes Jahr die Komposterde reingetan und die sieht wirklich sehr schön fein krümelig aus, sauber. Ja, die hat sich schon super zersetzt. Im nächsten Jahr wird das Ganze dann so aussehen, deswegen mache ich mir jetzt keine Gedanken, dass da jetzt zum Beispiel noch kleine Stöcker, Laub oder auch Rasenschnitt drin ist. Der ist im nächsten Jahr auf jeden Fall weg. Wie macht ihr das mit dem Hochbeet befüllen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren, denn da gibt es ja wirklich auch von A bis Z viele Möglichkeiten, um so ein Hochbeet wieder auf Vordermann zu bringen. Wenn ihr Empfehlungen habt, was man so in ein Hochbeet pflanzen kann, wir haben mittlerweile 5 Stück, 3 davon sind bepflanzt, könnt ihr uns gerne noch ein paar Anregungen geben. Ja, und jetzt wird's lecker, denn jetzt kommt die Creme de la Creme obendrauf, und zwar die Leckererde aus dem Hause Floragard. Und diese Erde ist wirklich super, die ist torffrei und vegan aufgedüngt, heißt zum Beispiel ohne Hornspäne und andere tierischen Abfallstoffe. Und diese Erde hat eine sehr, sehr gute Struktur. Ihr seht das schon vom Aufbau her, die Erde ist sehr, sehr locker und da werden wir gleich dann auch noch die ersten Sachen drin aussehen. Also bleibt auf jeden Fall dran, das Video ist jetzt mit der Befüllung noch nicht zu Ende. Wir werden noch die ersten tollen Sachen aussehen, die man jetzt Anfang April schon aussehen kann. Insgesamt braucht man je nach Hochbeetgröße 2 bis 3 Sack zum Auffüllen und eine Schubkarre voll Kompost. Bei mir war es jetzt eine große Schubkarre Kompost und 2,5 Sack Leckererde. Ein Sack ist 40 Liter, heißt wir haben ungefähr 100 Liter Erde oben nochmal draufgesetzt. Da seht ihr nochmal diese schöne Struktur, auch da ist noch viel grobes Material drin. Und das sorgt noch ein bisschen dafür, dass dieses Hochbeet so eine lockere Struktur behält, die wir auch im letzten Jahr hatten. Letztes Jahr haben wir da sehr viele coole Sachen drin angebaut. Ich verlinke euch mal ein Video, wo man das gut sehen kann. Jetzt säen wir einmal den Porree, Starozagorski Camus, die Möhre Rotin, den Salat amerikanischer Brauner und die Möhre Pariser Markt 5 und die Radieschen French Breakfast 3 oder 3. Sehr besondere Radieschen und Möhren von der Form her. Deswegen die auf jeden Fall in dieser Saison auch im Hochbeet dabei. In dieser frischen Erde können wir jetzt noch super locker eine Reihe ziehen. Das ist kein Problem. Und dann kommt jetzt auch schon das Saatgut in der Erde. Wir fangen hier an mit Radieschen. Eine Reihe soll es werden. Relativ gleichmäßig probieren, damit die Radieschen auch Platz haben, sich ordentlich auszubreiten.
Komm, und da habe ich noch so viel Saatgut, da machen wir einfach noch eine zweite Reihe Radieschen. Radieschen, wie gesagt, eine sehr kurze Wachstumsphase auch. Mitte Mai sollte mein Hochbeet dann ungefähr wieder frei sein, denn dann sollen noch weitere Erdbeerpflanzen da reinkommen. Ja, der Porree und die Möhren, die wir gleich da reinsetzen, die werden dann auch noch deutlich länger in dem Hochbeet sitzen, aber da werden wir dann noch vielleicht Spinat oder auch Feldsalat im Herbst reinsetzen. Die Reihen einfach wieder zuhäufeln, dann mit der Hand ein bisschen drauf rumkloppen, dann ist die Erde auf jeden Fall gleichmäßig und das Wasser kann super einziehen. Ja, schöne Schrift, oder? Radieschen einfach auf ein frisch geschlagenes, dünnes Stück Holz schreiben und so hat man eine ganz günstige Pflanzenbeschriftung. Hält zwar meist nur eine Saison, aber dann kann man das Holz immer noch verbrennen und man hat kein Geld für die Pflanzenbeschriftung ausgegeben. Also Win-Win-Situation. Ja, was habe ich hier vor? Drei verschiedene Reihen. Links Möhren, Mitte Porree, rechts wieder Möhren. Einmal hier jetzt die Möhren in Radieschenform. Und andersrum hatten wir gerade auch die Radieschen in länglicher, also Möhrenform. Finde ich sehr, sehr spannend. Auch fürs Auge, für die Vielfalt auf jeden Fall was Schönes im Garten. Ja, rechts jetzt dann noch die Möhre Routin. Eine sehr gesunde Möhre, hat viel Carotin. Ja, Gehalt kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, die Sorte. So sieht das Ganze dann angegossen aus. Schippe habe ich vergessen, räume ich aber gleich noch weg. Ja, und dann hoffe ich, dass jetzt mit dem Kompost und der schönen neuen Erde die Pflanzen da auch wieder deutlich besser drin wachsen. Wir haben das Ganze vor 2 Wochen schon bei zwei weiteren Hochbeeten gemacht und da seht ihr jetzt schon die ersten Radieschen wachsen. Auch im anderen Hochbeet, da sind sogar 3 Reihen Radieschen. Ja, das Unkraut, das mache ich auch noch weg. Und dann haben wir hier noch Spinat. Da kommen gerade mal die ersten Samenkörner, die ersten gehen auf. Ja, schauen wir uns zum Schluss nochmal den Garten an. Die Aronia-Beere kommt schon kräftig, die Frühlingsblüher da am Zaun. Ansonsten ist im Garten noch nicht viel los, außer die Kartoffeln und die ersten Pflanzen. Aber in der nächsten Zeit kommen da sehr viel. Hier ein kleiner Teaser für das Video. Am Donnerstag 18 Uhr geht's weiter mit dem nächsten Video. Viele Jungpflanzen werden pikiert und wir machen einen pH-Wert und Nährstoffanalyse, Bodentest. Ob das funktioniert, wie das Ergebnis ist, das seht ihr dann, was ich mit den Jungpflanzen so vorhab, meine Tipps. Das alles im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao.